Ja, super, dass ihr hier seid und mich unterstützen wollt. Ich drehe jetzt endlich wieder einen Film über Sieben Linden, einen Film über Gemeinschaft und mit dem speziellen Fokus drauf, so warum ist das hier eigentlich nicht alles noch einfacher? Wir sind in Sieben Linden, wir haben ein eigenes Land, wir sind eine tolle Gruppe von Leuten, eigentlich alle schlau und lustig und trotzdem ist es oft anstrengend. Ich habe 2001 schon mal einen Film über das Ökodorf Sieben Linden gedreht, so ein ganz kleiner, bescheidener Film, weil ich es einfach cool fand. Und der hatte keinen großen Vertrieb, der lief auf, den habe ich auf VHS-Kassetten verkauft und später auf DVD und dann lief er mal in so einem Nischenkanal im Fernsehen und auf vielen kleinen Vorführungen. Und über die 20 Jahre, die es diesen Film schon gibt, haben ziemlich viele Leute den gesehen und dadurch einen Eindruck bekommen, wie es ist, in Gemeinschaft zu leben. Und es war einfach total lange überfällig, einen neuen Film über Sieben Linden zu machen. Und erst war mein Ziel, einfach wieder einen Film über Sieben Linden zu machen, um zu zeigen, okay, wie ist es in Gemeinschaft zu leben. Und nachdem ich da jetzt selber schon eine Weile lebe, finde ich inzwischen auch interessant, zu gucken, okay, Gemeinschaft 20 Jahre später ist eine andere Nummer, als wenn man eine neu gründet. Was läuft da gut, was läuft nicht so gut? Was sind vielleicht auch Probleme, die andere daran hindern könnten, in Gemeinschaft zu ziehen? Das sind jetzt alles so Themen, die ich in den Film gepackt habe. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt inzwischen eine ganz runde Sache. Ich würde ihn gerne noch ganz rund machen, fertig, mit Musik, vielleicht ein Sprecher, vielleicht bleibt es meine Stimme, das weiß ich noch nicht. Das sind alles Entscheidungen, die hängen jetzt davon ab, wie gut es hier läuft mit diesem Crowdfunding. Wenn du diesen Film unterstützen möchtest, freue ich mich total. Kauf eins der Unterstützungsangebote unten auf eurotopiaversand.de. Kein richtig falsches Leben. Und das Geld bekomme ich und davon mache ich dann den Film fertig und du kriegst dann, was du gekauft hast, wenn der Film fertig ist. Entweder ein Streaming-Ticket oder eine DVD, Blu-ray, vielleicht ist dein Name im Abspann, wenn du 50 Euro bezahlst. Wichtig ist mir, bitte gib nur, wenn du auch was geben kannst. Ich habe sonst kein gutes Gefühl, ne? Also ich habe jetzt wenig Geld, aber ich habe auch genug zu essen in Sieben Linden, das passt schon. Und ich werde den Film auch auf jeden Fall fertig machen. Auch wenn jetzt gar nichts reinkommen sollte, es ist schon ein bisschen was reingekommen. Ich freue mich vor allem über den Rückenwind. Also ich freue mich einfach drauf, wenn ich jetzt schon sehe, okay, Leute wollen diesen Film sehen, Leute wollen was wissen über Gemeinschaft und sind auch gespannt drauf, wie ich das als Film verpackt habe. Das macht mir Mut und macht mir Spaß. Und was eine große Hilfe wäre, wären alle Arten von Hilfe für den Vertrieb des Films. Also wo wird man den später sehen können? Läuft er vielleicht in einem Kino um deine Ecke? Magst du eine Vorführung organisieren oder mich in Kontakt bringen mit einem Kinobetreiberin oder Kinobetreiber? Das wäre natürlich toll, wenn der auch einfach auf einem Festival oder im Fernsehen laufen würde, weil ich glaube, dass viele Menschen interessiert sein könnten dran. Danke.